15 Jahren hat Oskar Lukasiewicz bei diesem Turnier auch beim Eurocup Youth für Furore gesorgt. Schweden damals dann auch mal die Gesamtwertung bei den Jungen gewonnen und bei den Mädchen. Also 31. Und jetzt haben beginnen wir mit den Nordiren. Ja. Und Jansson für Schweden. 26. Bigley. 100. Boah, du kannst Score eingeblendet. Doch, jetzt ist es schon da. Da. Ist das erste Triple für Nordirland gewesen? 24. Ja, Nordirland kommt hier besser rein. Ja, die Schweden dürften beide noch nicht so lange Dart spielen. Sebastian Otto spielt erst seit 3 Jahren und Wille Jansson erst ein Jahr. 60. Also noch ganz frisch. Faszinierend. So schnell dann auf so einer Bühne. 41. Irland. 150 Punkte Vorsprung. 290 Punkte Vorsprung. Schweden würde jetzt, glaube ich, gerne mal unter 300 kommen. Aber das klappt nicht. Das sind jetzt viele, viele Darts für 83 Rest. Triple 17 für Bigley. No, Bigley spielt es seit 5 Jahren Dart und über Jimmy Robinson haben wir leider keine Informationen. Dadurch weiß ich nicht, wie lange der spielt. Na, aber gut spielt er. Das ist richtig. Und jetzt hat er sich Tops gestellt bekommen. Und das macht er richtig gut. Das ist ein 19 Darter gewesen. 19 Dart, 80 Average, die jungen Schweden 30 Average. Also ein, ja, man kann schon sagen, ein Klassenunterschied, ohne das jetzt böse zu meinen, natürlich. Jeder gibt hier sein Bestes. 32. Ja. Aber es ist auch mal das erste große Triple von den Schweden. Und da macht er gleich ein zweites drauf mit 125 Punkten. Ja, habt ihr ja, glaube ich, auch schon mal thematisiert, wenn dann der erste Dart steckt. 40. Wird es leichter. Genau, wie Marcel sagt, einfach nur nachziehen. Ja, und du denkst dir so, ja, okay. Ja, wenn es doch nur so einfach wäre. 27. Aber wie du richtig gesagt hast, also ich denke auch, dass sich die Nordirren hier durchsetzen werden. Es ist auch vom Wurfbild her bei den Nordirren um einiges besser als das von den Schweden. 11. Ah, wieder nur 11 Punkte. Aber noch sind sie vorne in dem Leck. Noch sind sie vorne um 80 Punkte, ja. Ich weiß gar nicht, an was das liegt, warum meistens die Herrschaften von der Insel alle so gut Dart spielen können. Ja gut, ich glaube, da geht es viel um Tradition, da geht es viel um früh anfangen, um ein entsprechendes Umfeld dann auch, also so würde ich es jetzt schon einschätzen. 25. Ja, starke 125, also ich habe mal die Theorie aufgestellt in meinem Dart-Club, dass die dort irgendwas im Wasser haben. Dass das einfach so irgendwie mit der Nahrung oder mit dem Trinken aufgenommen wird, weil ist schon sehr verblüffend. Wo natürlich jetzt auch in Deutschland ganz, ganz viele junge, sehr, sehr gute Spieler nachkommen. Ja, also aber auch da, ne, du hast halt jetzt den Hype ja auch dann mit den vielen European Tour Turnieren, mit Fernsehübertragungen, mit The Zone, dem Streamingdienst, der sich dann extra die Exklusivrechte holt und so weiter. Also ich glaube, ich habe gestern auch mit einem Deutschen gesprochen, wir haben im Interview gehört, der dann gesagt hat, ja, er hat halt auch dann die WM im Fernsehen gesehen und ist darüber. Das. So.
Kann man auf die 75 Punkte ja. in Nordien? Ja, wird vielleicht Single Bull probieren. Ja, hat die Single 8 getroffen, 57. 17. Ja, trifft sie nicht. Single 2. 16. Und Triple 2. Hey, das war auch so nicht geplant. Also Chance für Schweden. 50 Rest, 18 oder 10. Ja, leider outside geworfen. Jetzt hat sie 18 getroffen. Doppel 16. Ah, knapp daneben. Also Robinson mit der Chance. Ja, 17. Doppel 16. Doppel 8. 14. Und nutzt diese Chance nicht. Ja, dann könnte hier alles auf den Kopf gestellt werden. Ja, Single 8. Doppel 12. Ja, Single 9. No score. Und Triple 7. Damit überwirft er sich. Immerhin das. Doppel 4. Big Lay, Doppel 4. Und er ist es wieder, der das hier zumacht. 2-0 Führung für die jungen Nordien mit 28 Darts. Also, es läuft alles nach Plan für Nordirland, auch wenn das jetzt hier nur 10 Punkte waren. Ja, es war so leider der Fehler, dass der Schwede begonnen hat. Und dem Schreiber ist es nicht aufgefallen, ist nämlich korrigiert worden. Also das heißt, diese Darts haben gar nicht gezählt. Die 10 Punkte von den Schweden haben jetzt anscheinend nicht gezählt. Ja. 60. Ja. 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 So. So kann man dann auch Glück haben in dem Moment vielleicht. Ja, also Fehler ist passiert, 17. Die Nordien haben darauf hingewiesen, sie haben auch nicht Protest eingelegt, dass diese 10 Punkte zu zählen haben. Dadurch geht das Match ganz normal weiter. Also. Das ist das Schöne 19. beim Dart, auch wenn mal was passiert, bleibt das doch meistens alles human und auch recht fair. Auch wenn man sich mal kurz mal ärgert über den Gegner, 66. wenn man verloren hat, aber da ist man eigentlich gar nicht auf den Gegner böse, sondern ja, auf sich selber. Aber das ist ganz, ganz schnell meistens verflogen, sobald man da weggeht, kurz verschnauft, 100. ist schon wieder vorbei. Nicht so wie bei anderen Sportarten, wo jeder kleine Fehler gleich 20 Minuten lang diskutiert werden muss. Gut, hier ist es halt klar, also es gibt eine Reihenfolge, wie geworfen wird und die sollte halt dann nicht verändert werden und dann haben die ersten drei Darts halt nicht gezählt. Ganz klar. Ich meine, im Fall von Schweden war das ja sogar gar nicht schlecht, dass das keine 10 waren, sondern 60. Ich meine, wäre natürlich blöd gewesen, wenn es eine 180 gewesen wäre, aber nun gut. Das ist so wie es ist. Die Nordien sind wieder 60 Punkte vorne. Entschuldigung, 70 Punkte sogar. Und sind sie mal auf einem guten Weg, 40. hier das 3-0 zu machen. Ja, aber jetzt auch Schweden mit einem großen Triple, 79 Punkte. Auch wenn das jetzt eine Bogey-Zahl überlässt. 58. 130 ist da schon besser. Ganz genau, es haben die Nordien eine Aufnahme mehr Zeit, eben um diese 130 Punkte aufzumachen. Aber jetzt mal Triple 19 von dem jungen Schweden. Jansson. Nur 61. 130, Triple 20, Single 20 Bull oder wie auch immer. Ja, beginnt mit der Triple 5, da doch keine Möglichkeit. Ja, da geht es nicht mehr. 50. Nochmal Triple 5 und dann die Single 20. Jetzt schauen wir mal, ob Otter was mit 98. Single 20. Triple 18. Single 13 50. getroffen. Und die Single 17. Robinson mit 80. Tops, tops. Erster Start ist drinnen, zweiter knapp drüber und der dritte ist auch drinnen. Ist natürlich frech in gewisser Art und Weise und kann natürlich auch richtig schief gehen, wenn dann der erste Dart in den Schwarzwald geht und so weiter, aber er hat gecheckt und wer checkt, hat recht. Also, er freut sich auch und ballt auch die Faust in die Kamera und lächelt dabei. Also, ja, das